leider gibt es immer wieder Leute, die fragen, wie gibt es das Autokino noch? Wo ich hier angefangen habe, habe ich mal auf Facebook mal gepostet, neue Arbeitsstelle Autokino. Von meinen ganzen Freunden war über die Hälfte überrascht, wie, das gibt's noch. Teilweise Freunde, mit denen ich vor 20 Jahren oder so noch hier war. Ich glaube schon, dass das Autokino an Aktualität nichts verliert, weil heute die Leute noch mehr als früher nicht mehr groß außer Haus gehen wollen. Die wollen in ihrer Jogginghose mit ihrem Hund oder mit ihrem Baby sich ins Auto setzen, ins Kino fahren, den Film genießen und dann heimfahren. Ich glaube, dass das immer stärker wird. Drei Begriffe, die ich mit dem Autokino verbinde. Ja. Gemütlich. Und Privatsphäre. Mit dem eigenen Auto schnell her und weg. Genau. Und das Besondere. Ein normales Kino ist ja nichts Besonderes, finde ich. Das Autokino ist heute schon was Besonderes. Das ist halt einfach die Freiheit, die was wir den Kinozuschauern geben, die was halt niemand geben kann. Einfach ein bisschen entspannter, man kommt mit seinem, quasi mit seinen eigenen vier Wänden, rollst du vor und da sitzt du einfach drin und bist halt irgendwie abgegrenzt, hast es für dich. Genial, man, wie zu Hause, sag ich. Man kann rauchen, Kaffee trinken, kann alles machen, was man will, sag ich, nicht so wie im normalen Kino, einfach schön. Kannst dann Lautstärke selber einstellen im Auto. Wenn gerade eine Szene ist, wo nicht so spannend ist, dann kann man sich halt auch unterhalten, muss nicht immer dann leise sein oder sonst irgendwas. Ich kann halt machen, was ich will, verstehst? Mir gehen keine Leute auf die Nerven im Kino. Ich gehe keinen auf die Nerven mit dem blöden Lachen, was sie immer haben, wenn nichts lustig ist. Verstehst? Es ist einfach super im Sommer, im Winter, ist echt cool. Also, ist immer was für immer. Weil du alleine bist, verstehst? Bist alleine mit der Freundin, kannst machen, was du willst. Ja, ich sage immer, wenn jemand raschelt mit den Chips, dann nicht der hinter mir, sondern dann bin das ich. Es gibt Filme, die laufen nicht im Autokino, die kriegt das Autokino nicht. Und dann muss man halt dann alle 5, 6, 7, 8 Jahre mal ins normale Kino gehen. Aber da schaut man dann auch schon, dass man ein Kino findet, wo man auch Platz hat und so für die Knie. Das ist ja im Kino genauso, das ist sehr eng, das ist alles so eng zwischen die Sitze. Die Atmosphäre, das muss man erleben. Das kann man nicht beschreiben. Das ist mein Gefühl. Es ist einfach Kult. Das gibt es schon ewig. Ich war das erste Mal mit 16. Und darum finde ich das kultig. Doch, dieser Kult ist schon da. Bloß man vergisst halt auch sehr schnell was. Man ist halt irgendwann einmal verheiratet, hat irgendwann einmal Kinder. Man ist mit anderen Sachen beschäftigt, jeden Samstag mit Rasenmähen und solchen Geschichten. Dann vergisst man halt einfach. Ja, guck mal, vor 5 Jahren sind wir noch ins Kino gefahren. Wichtig ist es für uns, wieder diesen Kult wieder aufzuerleben, damit wir sagen, okay, wir wollen die Leute wieder daran erinnern, hallo, uns gibt's noch. Also das ist schon so, dass die Kollegen hier im Kino wirklich sich als Familienmitglieder sehen. Man kennt sich viele über 15 oder an die 20 Jahre, wie der Ossi gestern 25-jähriges Jubiläum gehabt hat für einen Nebenjob. Da kommen dann auch die
die nicht mehr hier arbeiten, mit, um mitzufeiern, vorbei. Jeder bringt was mit, wenn es ihm möglich ist. Das ist eigentlich üblich. Wir hoffen mal, dass es so bleibt, wie es ist. Ja. Ja. Wenn irgendwann einmal ein Pay-TV-Sender on demand, das heißt gleichzeitig zum Filmstart, auch einen Film zeigen würde, zu Hause im Wohnzimmer, das würde uns am meisten Zuschauer kosten. Ist im Grunde genommen die gleiche Atmosphäre, ob ich jetzt zu Hause auf dem Sofa bin oder ob ich jetzt im Auto bin. Was einen ärgert, ist manchmal die wo dann immer das Licht einschalten oder auf der Bremse stehen und es überhaupt nicht kapieren. Weil das blendet nicht mehr ganz schön. Ich habe hier einen wunderbaren Handscheinwerfer. Der wird dann eingesteckt. Und dann kann ich zielgenau dem Bescheid geben, dass er runtergeht von der Bremse. Weil es geht halt doch nicht. Weil es stört er nur. Das ist halt der Nachteil im Autokino. Das, was wir im Winter einnehmen, da würden wir nicht überleben. Im Sommer natürlich diese ganzen Geschichten wie die Bundesstart von Filmen wie jetzt das Scary Movie, Iron Man, Hangover 3, Star Trek und da haben wir Fast and the Furious hier im Autokino. Das ist natürlich das Highlight, was man eigentlich, wenn es geht, jedes Jahr mitnehmen wollen. Das ist natürlich das, wovon wir auch leben. Gearbeitet hat, um aus dieser Premiere ein tolles Event zu machen. Wenn ich heute sage, ich möchte heute einen Neustart, einen Kino-Neustart vermarkten, muss ich heute ein Event mit dazu bieten, damit die Leute sagen, guck, ich habe für mein Geld was bekommen. Das wird einfach den Leuten zeitgemäß das bieten, was sie auch wollen. Und das ist das eigentlich, was der Kult wieder aufwecken wird, dass wir nicht zurückgeblieben sind auf 1990 oder so, sondern dass wir peu à peu immer unsere Schritte machen und dann dementsprechend auch mit der Zeit mitgehen. Wir haben alle Möglichkeiten. Gerade jetzt in diesem Medienzeitalter ist es, glaube ich, schöner denn je. Und uns freut es natürlich, wenn wir dann sagen können, immer noch in 30 Jahren, guck her, dank dieser Public Relations gibt es dieses Kino immer noch.